Viel hat er ja nicht mehr. Aber gut. Na, toll. So, ich brauche trotzdem Transport. Ich bin ein blöder Marktkarre. Yeah.
baue mir einen Marktplatz. Pro Stein. Was kosten denn die? Nein, die kosten ja nur 20 Gold. Sprengen wir mal die zwei Gebäude. Hier für so eine Hülse. Okay. Ist doch nicht lange. Mm.
Dorfzentrum, falls man noch mehr braucht. Es lebe Frankreich! Jawohl, und geschafft. Ein Jahrhundert geprägt von Last, Blut und Siegen der Engländer wurde in etwas mehr als einem Jahr von einem jungen Mädchen umgeworfen. Der hundertjährige Krieg ist zu Ende. Was noch wichtiger ist, Johannas Taten haben ein neues Bewusstsein für die nationale Einheit Frankreichs geschaffen. Bauern und Adelige gehören nicht länger den Lehnsherren und Königen, sondern Frankreich. Wir lassen nicht zu, dass Johanna in Vergessenheit gerät. Schon jetzt sind Statuen und Porträts aus Buntglas in Hunderten von französischen Städten in Auftrag gegeben worden. Johannas Verurteilung wurde rechtmäßig zurückgenommen und schließlich wurde sie heilig gesprochen. Manchmal werden geschichtliche Ereignisse durch Waffen entschieden. An anderer Stelle spielt der Zufall eine Rolle. Im Frankreich des 15. Jahrhunderts wurde die Geschichte jedoch von einem jungen Mädchen geschrieben, dem einzigen Menschen in der Geschichte, der die Heere einer ganzen Nation schon im zarten Alter von 17 Jahren befehligt.